Eisenbahnen und Radiotechnik. Nur hier bei Bergamax. In diesem Video nehme ich euch mit auf eine Fotofahrt mit 58311. Die Lok ist hier beschildert als 58111. Die Lok wurde im Jahre 1921 gebaut und steht noch immer im Dienst. Die Lok gehört den Ulmer Eisenbahnfreunden seit den 80er Jahren. Wir bereisen nun die Strecke von Dresden über Kamenz nach Straßgräbchen-Bernsdorf. Starten tun wir bei Jenice, der ehemaligen Tabakfabrik von Dresden, welche als Moschee gebaut worden ist. Das Wetter am 19. April 2024 spielte nicht ganz so mit. Dennoch sind die Aufnahmen, gerade die am Vormittag gemacht worden sind, doch recht ansehnlich geworden. Der Zug macht in Arnsdorf Kopf und fährt nun Tender voraus weiter nach Straßgräbchen-Bernsdorf. Hier zu sehen bei Pulsnitz Süd. Auf dieser Strecke gibt es schon seit Jahren keinen Personenverkehr. Also kann man sich dort als Güterzug gut austoben. Nun passiert der Zug gerade Kunnersdorf bei Kamenz. Das war eben die Einfahrt in den Bahnhof und nun gibt es die Ausfahrt vom Bahnhof Kunnersdorf. Hier zu sehen am Einfahrsignal Kunnersdorf aus Richtung Straßgräbchen-Bernsdorf. Nun sind wir in Straßgräbchen-Bernsdorf. Hier setzte die Lok um ans andere Zugende und fuhr dann wieder in Richtung Kamenz. Eigentlich sollte der Güterzug etwas länger sein, doch DB Cargo hat es wieder versemmelt, vernünftige Güterwagen bereitzustellen. Die Nacht über wurden die anderen Güterwagen noch ein bisschen bepinselt mit brauner Farbe. Diese Fotofahrt war wieder eine privat organisierte Fahrt.
Zwischen Kunnersdorf und Straßgräbchen-Bernsdorf gibt es auch noch eine funktionierende Telegrafenleitung. Bei Hausdorf am ehemaligen Haltepunkt ist diese wunderschön anzusehen. Hier folgt nun die 58 1111 mit ihrem Güterzug. Nun sind wir wieder in Kunnersdorf. Nun kommt der Zug in den Bahnhof hineingefahren. Für die Fotofreunde wurde zuvor aber noch ein Halt eingelegt am ehemaligen Bahnsteig. Danach sind wir alle brav in den Güterbahnhof gelaufen und haben dort die nächsten Aufnahmen gemacht. Vielen Dank auch an die diensthabenden Fahrdienstleiter, die dieses Projekt somit unterstützt haben. Nun noch fix mit der Akkukettensäge ein paar Äste entfernen und dann geht es auch schon los. Und wie man sieht, die Mülltonne am Stellwerk ist auch verschwunden. Nein, ich hatte keine zwei Kameras. Allerdings wurden zwei Scheineinfahrten organisiert, die als Rangierfahrten stattfanden. Hier seht ihr einmal das Zurückdrücken nach der ersten Scheineinfahrt. Da das Wetter am Nachmittag immer bescheidener wurde und ich am nächsten Morgen bei Zeiten wieder raus musste, habe ich dann am Nachmittag gegen 15 Uhr das Ganze dann doch mal abgebrochen. Allerdings sehen wir hier nochmal die Ausfahrt aus Kunnersdorf in Richtung Kamenz aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal von der Brücke und einmal unterhalb der Brücke.
Am nächsten Tag musste ich wieder früh aufstehen, denn ich musste Zugführer spielen. Einmal die Pfeife vom Dienst. Von Aschersleben bis nach Ebersbach. Auch am 20. April war die 58er unterwegs mit einem Fotogüterzug. Allerdings dieses Mal in der Lausitz. Dafür hatte ich mich von vornherein nicht angemeldet. Aber in Ebersbach kam dann unser Sonderzug zusammen mit der 58er. Die 35/1097 übernahmten den Sonderzug ab Dresden Hauptbahnhof nach Ustinat-Ladem. Zuvor zog den Sonderzug die 232088 von Aschersleben den Sonderzug nach Dresden Hauptbahnhof. Von Ebersbach bis nach Usti und zurück hatte ich mal ein bisschen Freizeit, denn auf der tschechischen Seite übernahm ein tschechischer Kollege den Dienst des Zugführers. In Usti ging es dann mit der Seilbahn einmal nach oben. Wir wollten dort essen, aber es gab keinen freien Platz mehr. Dafür haben wir von hier oben unseren Sonderzug nochmal gesehen. Letztendlich haben wir dann doch noch ein schönes Lokal gefunden, wo wir entspannt essen konnten. Anschließend ging es dann mit dem Sonderzug wieder zurück. Mit am Zug war auch eine Badotka. Diese war von Ebersbach bis nach Usti und zurück dran. Ab Dresden übernahm dann auf der Rückfahrt wieder die 232088 den Sonderzug. Hier sehen wir aber nochmal in Usti die Bereitstellung des Zuges. Hier kommt gerade ein Regiojet mit einer Knödelpresse rein. Ja, mit einer Knödelpresse. Hier finden planmäßig geschobene Zugfahrten mit Reisezügen statt. Das war mein kleines Video zu der Fotofahrt mit der 58/311 bei Kamenz sowie unser kleiner Ausflug nach Tschechien, wo ich als Zugführer mitgefahren bin.